Hallo, ich bin die Aurena Gati Fula, Heilerin, Seherin, multidimensionales Wesen, Sternensaat. Wenn du willst, auch eine Zwillingsflamme. Jeder redet immer von Zwillingsflammen und dem großen Hype, aber woher kommt denn das? Kennst du zum Beispiel die Geschichte von, sagen wir mal, Adam und Eva oder Adam und Lilith oder wir gehen mal weiter, Shiva Shakti oder Rama und Sita oder ist auch die Geschichte vom alten Lemurien, Sri Lanka und die Brücke zwischen Indien und Sri Lanka. Und ich habe ja ein paar Jahre in Indien gelebt und meine Mama ist aus Sri Lanka, mein Papa ist Deutscher. Oder zum Beispiel Lakshmi und Vishnu. In Indien findet ihr viele Zwillingsflammen, ganz oft auch von den Sternensaaten her die Arcturianer, blaues Blut, Blu-ray. Und die Blu-rays kommen vom blauen Strahl, wenn ihr die aufgestiegenen Meister nimmt. Ich weiß, es sind viele Worte, die ich jetzt hier reinwerfe, aber ich habe ganz viele Videos dazu, die könnt ihr euch anschauen. Ihr könnt auch selber googeln, immer selber recherchieren. Und auch die blaue Flamme, die alte blaue lemurische Flamme, weil da waren ganz, ganz viele Zwillingsflammen. Und die Blu-rays oder die blaue, der blaue Strahl, sagt man auf Deutsch, das ist zum Beispiel die Erzengel-Michael-Energie, die Shiva-Energie, Mutter Gaia ist blau. Wenn ihr die Maria nimmt, die Maria Mutter Gottes, hat ja immer diesen blauen Umhang. Ist ein ganz stark kraftvoller Strahl, der wirklich hier auf der Erde, wo es zum Beispiel die Indigos sind ja auch blau, ja, wo man sagt, da geht es ganz stark um die Wahrheit auszusprechen, aus dem Herzen authentisch zu sein, in deiner vollen Kraft zu sein. Es ist die Sage, ich möchte es mal so ein bisschen im Raum stehen lassen, weil ich möchte diese Wichtigkeit rausnehmen aus dem Ganzen. Du solltest dich fragen, wenn dich jemand liebt, und du den Menschen zurückliebst, ist es dann wichtig, ob es eine Zwillingsflamme ist oder nicht? Nee, es ist scheißegal. Der Wunsch von jedem Menschen ist, geliebt zu werden. Und wenn du lieben kannst und zurückgeliebt wirst, dann ist das größte, kostbarste Geschenk, was es gibt auf Gottes Erdboden. Das ist wie wenn du in der Werbung siehst, oh, der BMW, der neueste BMW. Ich höre die Beschmut an gerade. Der neueste BMW oder dieses Haus musst du haben, in dieses Land musst du gehen, diese Klamotten hast du haben. Eine Zwillingsflamme ist keine Mode, eine Zwillingsflamme ist kein Markenname. So, Liebe, Seelenpartnerschaft, das ist keine Marke, die man verkauft. Wenn ihr euch etwas wünscht, dann schaut mal, was sind die Bedürfnisse dahinter. Ist es für dich Realität oder ist es etwas, weil du es möchtest, weil dein Kopf das sagt? Die Zwillingsflammen, so sagt man, kommen aus einer Flamme, aus einem Ursprung, aber sind auch gleichzeitig eine Dualität. Sie spiegeln sich in allem. Das heißt, angenommen, du bist eine Zwillingsflamme und du triffst deine Zwillingsflamme, und du hast aber das Thema noch mit deiner Mutter, dass du dein Herz verschlossen hast, dass deine Mutter dich ablehnt, dann wird deine Zwillingsflamme dir das 1:1 spiegeln. So, halt, Achtung, es gibt aber auch karmische Partner, was ja überall ist, wir sind alle karmische Partner, weil jeder Mensch, der dir begegnet, kann gutes oder negatives Karma sein aus einem früheren Leben oder auch aus dem Ahnensystem, der einfach möchte, dass du dich als Seele weiterentwickelst. Deswegen schau dir bitte an das Video Neil Donald Walsh, die kleine Seele. Da geht es darum, dass wir alle von einem Ursprung kommen, ja, von einem Ursprung, nicht von einer Quelle, gleichen Quelle. Und wir begegnen uns hier auf der Erde, haben aber vergessen, wer wir sind. Und wir helfen uns gegenseitig, bestimmte Rollen einzunehmen, damit wir hier auf der Erde lernen, und vor allem lernen, Energien, Gedanken, Worte und Emotionen zu lenken. Das ist eine ganz große Aufgabe, hier als Mensch auf der Erde zu sein. Nicht zu sagen, oh, wir haben freien Willen. Das heißt, wir haben die Kraft zu kreieren, zu schöpfen. Deswegen sind wir die Götter hier auf Erden. Deswegen sagt man die Götter, ja. Und schaut mal, früher haben die Menschen gesagt, oh, die Götter, die mit den Flugzeugen kamen. Aber wir kommen jetzt selber mittlerweile mit Autos, mit Flugzeugen, ja, wir reisen auf den Vögeln,
Wir reiten auf dem Jaguar, der eigentlich ein Auto ist, oder vielleicht der Jaguar das Auto. Also seht ihr, das ist ein großes Thema. Die Zwillingsflamme ist, ganz wichtig noch, ein Seelenpartner ist jeder Mensch, jeder Mann, jeder Frau, die dir begegnet und mit der du eine Beziehung eingehst. Auch Kinder und Familie können Seelenpartner sein. Ich habe es noch nicht gehört, dass Zwillingsflammen Kinder oder Eltern sind oder Familienmitglieder, glaube ich auch nicht so, weil die Zwillingsflammen eine ganz hohe Aufgabe haben. Und glaub mir, du willst nicht unbedingt eine Zwillingsflamme sein. Mit einer Aufgabe der Zwillingsflamme, das heißt, du brauchst hochfrequente Energien. Du musst dich Situationen, Menschen, Lebensumständen stellen, die du vielleicht so in deinem Alltag überhaupt nicht möchtest. Nicht jeder Mensch möchte Politiker sein, nicht jeder Mensch ist dazu berufen, in eine Führungsposition zu gehen, und so soll es auch sein. Jeder ist, wie er ist, und so soll es sein. Ich möchte euch meine Zwillingsflamme-Geschichte erzählen. Also seitdem ich geboren bin, als Kind schon, ich weiß, ich musste mal in den Kindergarten und ich wollte immer nicht in den Kindergarten und es war immer so, aber man muss, mit 3 Jahren mussten wir in den Kindergarten. Und jeden Tag, wenn mein Papa mich auf dem Fahrrad zum Kindergarten gebracht hat, habe ich gehofft und sehnsüchtig danach geguckt, dass ich dort meine andere Hälfte finde. Frag mich nicht, wie ich auf so eine Idee komme. Mit 3 Jahren weiß man sowas garantiert nicht. Und meine Eltern, meine Mama ist taubstumm und mein Papa ist gehörlos. Der konnte aber sehr viele Sprachen sprechen. Da war niemand, der mir so eine Geschichte erzählen könnte. Vor allem die Menschen in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, sind sehr viele Sudetendeutsche. Die kamen noch aus dem Weltkrieg. Da gab es das Thema Zwillingsflammen überhaupt noch nicht. Und ich weiß, dass ich mit meinem Papa dann immer auf dem Fahrrad mit bin und dann immer in der Hoffnung, ich treffe meine Zwillingsflamme. Oder ich sage jetzt Zwillingsflamme, damals war es ich meinen Partner, mein Gegenstück. Das war wirklich so, das war ganz schlimm. Jeden Tag, wenn wir in den Kindergarten gefahren sind, obwohl ich da nicht hin wollte. Aber dann in der Hoffnung, dass ich ihn dort finde. Und ich hatte eine beste Freundin und ich habe immer gehofft, eines Tages komme ich im Kindergarten an und sie wandelt sich um und ist dann meine andere Hälfte, und zwar männlich. Also ganz komische Sachen. Mittlerweile sagt man, ja, cool, aber damals, wenn ich das jemandem erzählt hätte, die hätten wahrscheinlich gedacht, ja, der hat sie nicht alle. Der Grund, warum ich heute einen Regenbogenschal trage, ist auch, weil mittlerweile die ganzen wunderbaren Regenbogenkinder auf die Erde inkarnieren und die ganz oft auch Zwillingsflammen mehr und mehr werden, auch die Kristallkinder. Und und dann bin ich im Kindergarten und dann immer heim, und das war für mich ganz schlimm. Und mein Leben lang immer auf der Suche, in der Hoffnung, ich treffe meine andere Hälfte. Und irgendwann, wenn ich dann einen Mann getroffen habe, natürlich, du wächst heran, du hast dann die Themen von der Familie, Karma, bestimmte Kindheitstraumen, das soziale Umfeld, und dann hast du bestimmte Normen, wo du sagst, oh, der Mann muss älter sein, was ja Quatsch ist. Oder wo du sagst, ja, kein Sex vor der Ehe, oder dieses katholische, also diese ganzen Religionen. Und jetzt überleg mal, wir haben ja so viele Religionen und die Welt ist groß, voller vieler Länder. Wir haben aber Zwillingsflammen überall auf der Erde. So, und dann bin ich halt erste Mal in eine Beziehung gekommen mit 19, davor durfte ich auch nicht, und es war immer, oh, Beziehung dies und Sexualität, und Sexualität wird schlecht gemacht, und da sind so viele Dogmen, die einen Einfluss haben auf eine Beziehung, auf eine Ehe, auf wie du lebst, ob du Kinder hast oder nicht, wie du deine Kinder erziehst. Und für mich war das immer, und das ist hochinteressant, seitdem ich 9 bin, wusste ich, ich werde aus der Kirche austreten. Das war ganz klar wie Kloßbrühe. Hat mir keiner gesagt, kam ganz tief aus meinem Innern. Und als ich 12 war, wusste ich, dass es ganz was Heiliges ist, Sexualität nur mit einer Person zu haben und nicht mit vielen. Das wusste ich mit 12 schon. Und es war für mich ganz wichtig, dass ich mal nur einen Partner habe und Sexualität nur mit einem Mann lebe, weil wenn ich einen Orgasmus habe, kommt die Seele durch den Orgasmus, das ist wie eine Brücke, wie ein Portal in meinen Körper, auf die Erde. Und ich wusste immer, wenn ich eine Seele habe, ein Kind habe, ist es ganz was Besonderes. Mein Körper muss rein sein. Also das war ganz tief in mir verankert. Frag mich nicht, woher ich das wusste.
Und dann, na natürlich, dann bist du 19, verliebst dich, möchtest auch einen Freund haben, möchtest so sein wie alle anderen und dann geht halt natürlich alles genau im Gegenteil, wie du es möchtest, aber du lernst Schritte, lernst dich selber kennen, löst und heilst, weinst, lachst, erlebst viel, bist mutig, gehst raus in die Welt. Und dann bin ich nach Indien und das erste Mal, als ich die Geschichte gehört habe von Rama und Sita, da wusste ich von Sri Lanka nicht wirklich viel. Ich wusste nur, die Mama ist aus Sri Lanka, ich war aber in Indien. War das wie so, das bin ich, Rama und Sita. Das sind Zwillingsflammen und das war wie so, oh mein Gott. Und dann gehen Jahre vorbei und du bist vielleicht verlobt, hast Abtreibungen, wirst verschlagen von Männern, bist in Beziehungen oder bist verheiratet, was du gar nicht willst, passt dich an aus Schuldgefühlen, selbst, weil du keinen Selbstwert hast oder keine Selbstliebe. Und so ist das Leben. Wir werden in Dinge, in Situationen reingeschmissen, um bestimmte Sachen zu lernen, um uns dann selbst zu finden. So, und dann 2010 war ich dann in England und das werde ich nie vergessen. Ich bin kein Mensch oder Frau, die zu einem Mann geht und sagt, hey, gib mir die Nummer. Und ich bin eigentlich nach England geflogen, um meinen Ex, den Bruder, zu treffen, weil der ein Drogenproblem hatte. Und ich wollte ihn besuchen und einfach mich nochmal verabschieden. Und habe dann dort die Mutter nochmal gesehen und den Bruder und habe mich verabschiedet. Der hatte ein ganz tolles Drogenproblem und das war einfach sehr chaotisch alles. Und ging immer wieder darum zu sagen, ich liebe mich, ich gehe den Weg der Liebe, ich entscheide mich für mich. Ja, ich opfere mich nicht auf, ich will nicht leiden, ich entscheide mich für die Liebe, für mich selber. Und dann war ein Kumpel dort, der sagt, hey Agathe, komm, ich fahre dich dahin und dann besuchen wir noch Freunde und dann sind wir in ein Haus rein. Und da war ein junger Mann, wesentlich älter als ich, 6 Jahre älter und das war für mich ein absolutes No-Go damals, absolutes No-Go. Sogar 2 Jahre bin ich ausgeflippt, 2 Jahre jüngerer Mann, ich so, Gott, ging gar nicht. Und ich werde es nie vergessen, wir haben uns angeschaut, der hat nicht viel geredet und wir waren gerade dabei zu gehen und ich drehe mich um und eine Stimme in mir sagt, nein, du musst deine Nummer nehmen. Ich so, was, nein? Und dann so ganz stark und dann bin ich zu ihm und sage, kann ich deine Nummer haben? Und er hat es mir dann gegeben. Und von da an, wir kennen uns jetzt 13, 14 Jahre, 12 Jahre, hat er sich immer gemeldet bei mir, jeden Monat mindestens, auch wenn ich einen Freund hatte oder so. Und ich habe immer gesagt, hör zu, ich habe jetzt einen Freund, lass den Scheiß, ich möchte sowas nicht. Ich bin sehr treu, ganz treue Seele. Und habe dann das auch nicht ernst genommen. Ich habe mir immer nur gedacht, wieso ruft denn der mich jedes Mal an? Und es war aber eine Verbindung da, ich konnte es aber einfach gar nicht einschätzen. Aber es war sehr intensiv. Und es waren immer bestimmte intensive Momente, dass der sich bei mir gemeldet hat. Und ich dachte mir, es ist aber komisch, dass er sich immer zu bestimmten Situationen meldet, wenn bei mir ganz starke Wandlungen waren in meinem Leben. Und dann irgendwann, ich hatte keine Beziehung, bin dann nach Sri Lanka. Und dann meldet er sich bei mir und sagt, ich möchte eine Sitzung bei dir. Ich möchte ein Thema angucken. Ich so, ja klar, können wir machen. So, und jetzt kommt das total Verrückte. Es war im November, ich habe mit ihm gearbeitet und auf einmal war so voll die Blockade. Ich habe sowas nie in meinem ganzen Leben. Ich weiß immer, weil ich mit der Quelle arbeite, weiß ich immer, was braucht der Mensch, was braucht der Klient. Ich arbeite mit der Seele vom Klienten und dann sagt die Seele mir das. Und bei ihm war das ganz und gar nicht so. Ich konnte nicht weiterarbeiten, da war ein Stopp und ich musste erst bei mir was lösen, dass ich dann bei ihm weiterarbeiten konnte. Dann dachte ich mir, was ist denn das Komisches? Wieso muss das, was ist, verstehe ich gar nicht. Und dann, ich fange nie was mit Klienten an, das ist so ein absolutes, so Lehrer, Schüler geht gar nicht, absolutes No-Go. Und es war aber immer diese unglaubliche Anziehung, aber für mich war das irgendwo erledigt und dann wollte er von mir eine Sitzung, dann habe ich mir das so ganz weit weggeschoben. Und als dann aber die Sitzungen beendet waren und wir durch waren mit den Themen, das war ganz komisch, dann habe ich immer gesagt, in einer Beziehung läuft man nebeneinander. Gemeinsam läuft man einen Weg, nebeneinander, jeder in seiner Kraft. Und das habe ich so ganz klar und deutlich zu ihm gesagt und habe mich noch gewundert, warum ich solche Worte wähle.
Und dann nach einer gewissen Zeit haben wir uns getroffen und dann habe ich zu ihm gesagt, so, und nach so vielen Jahren, jetzt möchte ich einmal wissen, wie das ist, einfach dich zu küssen. Und dann haben wir uns geküsst, er ist total zurück und für mich war das so, das war wie so, ich habe dann eine Woche lang geweint, also mein Körper war wie wenn es unter Flammen steht, das wie es brennt, also eine Hitze, die angenehm ist, aber fast schon an der Grenze zum Verbrennen. Und dann habe ich eine Woche lang geheult und dann habe ich eine Sitzung bei einer Dame gemacht und auf einmal kam, weil ich wusste, vor vielen Jahren hatte ich einen Traum von der Pallas Athene. Und in dem Traum waren ganz viele Kristalle, das wird ein längeres Video, da waren ganz viele Kristalle, das war wie eine Vision und ich habe Bilder gesehen vom alten Atlantis, wie ich in dem Boot weggefahren bin, wo wir von Atlantis weg sind und uns auf der ganzen Erde verteilt haben, in Griechenland, Ägypten und anderen Teilen der Erde. Und die Träume sind anders, sie sind nicht wie normale Träume, sie sind sehr intensiv, sodass du weißt, das ist die Wahrheit. Also ich habe schon immer mich an frühere Leben erinnert, auch als Kind. Und ich habe einen Traum gehabt, wo eine Stimme zu mir sagte, Athena, das ist dein Kristall, du musst dich um den kümmern. Und da waren lauter Hologramme, ein Quadrat, ein Rechteck, ein Dreieck und eine Kugel, ein Kreis, immer wieder im Hologramm über diesem Kristall. Und dann bin ich aufgewacht in der Früh und dann habe ich erstmal gegoogelt und dann kam noch, ja, und das ist ein Opas. Und ich so, was? Dann habe ich erstmal gegoogelt, es gibt ein Topas oder ein Opal. Und dann habe ich nach vielen Jahren rausgefunden, in Atlantis, der alte Tempel war aus Topas und Opal. Und ich so, was? Und das war auch der alte Neptun-Tempel, was ganz stark mit dem Wasser verbunden ist. Und dann habe ich herausgefunden, die Athena, die Pallas Athena ist eine aufgestiegene Meisterin. Das war die Kriegerin im alten Griechenland. Und die Arcturianer haben eine Flotte, die heißt Athena. Und ich habe eine Sternensartengruppe, die heißt die Arcturians, die Arcturianer. Ich bin auch eine Arcturianerin. Und diese ganzen Puzzlestücke haben sich jetzt erst zusammengefunden. Und damals, als ich dann in Sri Lanka war, habe ich diese Sitzung mit der Dame gemacht und dann kam Mahakohan. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe dann nur rausgefunden, es ist die Zwillingsflamme von der Pallas Athene und die haben den ätherischen Tempel in Sri Lanka. Und der Stein, der Kristall von Mahakohan ist der Topas. Ich habe eine Woche lang geweint, mein Herz war fix und fertig. Und ab da haben sich die Dinge total verändert zwischen ihm und mir, weil ich dann gemerkt habe, wenn ich was verändern möchte, weil es waren viele Challenges und Zwillingsflammen haben Angriffe, ja, aber die Angriffe kommen auch daher, weil wir viele Leben haben, weil wir alte, weise Seelen sind, weil es daher kommt, dass wir diese Dinge in uns auflösen und heilen. Und ich habe gemerkt, ich muss immer bei mir schauen. Wenn er was macht, was mich stört oder verletzt, dann muss ich das in mir heilen. Und glaub mir, da waren Themen, wo ich nie gedacht hätte, dass das was mit mir zu tun hat. Und wenn ich dann tiefer geguckt habe, auch die Phasen, wo wir dann keinen Kontakt hatten, habe ich immer zum Heilen hergenommen. Klar habe ich geweint, aber ich wusste in meinem Herzen immer, und das ist eine ganz stark, das ist was, das wirst du nicht bei einer karmischen Seelen, also Beziehung wirst du das nicht haben. Karmische Beziehung ist, da ist es dieses Ziehen und du kannst ohne den anderen nicht leben. In der Zwillingsflammenbeziehung ist es, du kannst ohne den anderen leben und der ist immer da, Tag und Nacht, oder sie ist immer da, Tag und Nacht, immer wie wenn sie neben dir ist, wie es ist eine Einheit. Ihr könnt euch nicht trennen. Ihr seid eine Einheit und die Zeit, wo ihr keinen Kontakt habt, ist die Zeit, wo du Rückzug brauchst, wo du Ruhe und Frieden brauchst, wo du heilen musst, damit ihr euch dann wieder gemeinsam trefft und findet. Ich kann nur sagen, das sind jetzt 3 Jahre vergangen, auch wenn ihr dann zum Beispiel gemeinsam Sex habt. Ich habe dann immer ganz viele Regenbogen gesehen und ganz viel Gold und ganz viele Zwillingsflammen haben eine ganz starke Drachenenergie in sich. Die alten Drachen sind ganz oft Zwillingsflammen.
Und die Zwillingsflammen sind dazu da und wir haben unterschiedliche Aufgaben, deswegen nicht jeder soll und muss und braucht eine Zwillingsflamme sein. Zwillingsflammen bringen die neue 5D-Beziehung hier auf die Erde, nicht so wie es gelebt wurde, heiraten, voneinander abhängig sein, sondern jeder ist in seiner absoluten Kraft, jeder kann sein Leben leben und man ist immer verbunden. Man fühlt dieses Einsamkeit nicht mehr. Ja, man hat das Verlangen, man möchte sich sehen und gleichzeitig ist dieses, das ist schwer zu erklären, das ist, du kannst dich gar nicht auf jemanden anderen einlassen, weil es eine Einheit ist, weil du weißt in deinem Herzen, es ist diese Person. Und dann wartest du lieber auf diese Person und machst dein Ding und bist glücklich und gehst weiter, als dass du dich auf jemanden einlässt, der nicht zu dir passt. Und das sind, hat auch ganz viel mit Frequenzen zu tun. Deine Zwillingsflamme ist, entspricht deiner Frequenz. Und wenn du dann jemanden triffst, kennst du das Gefühl, du hattest mal Sex mit jemandem und du hast Sex mit der Person, aber eigentlich ekelst dich und du kannst den Menschen gar nicht riechen, aber es ist so ein sexuelles, so ein tierisches, ein animalisches Gefühl, dieses ich will jetzt, ich brauche jetzt Sex oder ich will jetzt einfach jemanden, der mich in den Arm nimmt, aber davon rede ich nicht. Das ist, du kennst die Wahrheit, du weißt, was los ist und bis du selber so weit bist, dein Herz zu öffnen, dann weißt du, dass, ich kann das gar nicht in Worte fassen, das ist so komplex. Und die Dinge, die ich erlebt habe und vor allem, die ich dann heilen musste, auch in meiner eigenen Familie. Zwillingsflamme ist ganz, ganz, ganz was Kraftvolles. Also manchmal zweifelt man sich und denkt, hey, hast du noch alle? Aber tief in deinem Innersten, das ist schon so, das ist sowas an, an Wunder. Zwillingsflammen haben eine Aufgabe, 2:2:2, ich sehe es gerade, die Welt zu verändern, indem jeder von euch selber heilt. Und jetzt nochmal, wenn du einen Menschen hast, der dich liebt und du den Menschen liebst, dann sei glücklich und sei zufrieden und schau nicht nach einer Zwillingsflamme. Eine Zwillingsflamme, das ist ein ganz tiefes, altes Wissen in dir, dass du weißt, das hast du von Anfang an, das weißt du von, schon immer. Und ich rede jetzt nicht von Medien, dass du aus dem Ego heraus sagst, ich suche meine Zwillingsflamme. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Video dir geholfen hat oder nicht. Ich habe jetzt mein Bestes gegeben. Ich habe jetzt einfach mal meine Geschichte erzählt. Wenn du Fragen hast, dann stell mir einfach Fragen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann likes und teils doch bitte mit anderen Menschen. Momentan ist es so, dass ich hier in Mexiko bin. Meine Zwillingsflamme ist in Sri Lanka. Und wir reden wieder. Ich habe echt gedacht, zum Beispiel letztes Jahr im Oktober kamen ganz viele Themen hoch und die haben mich so gezwungen, wirklich so gezwungen, die letzten 6 Monate Themen zu heilen, die ich nie gedacht hätte. Zum Beispiel Angst vor Männern, toxische Sexualität, Missbrauch aus früheren Leben, die alte Priesterinnen. Ja, ich bin jetzt eine Frau, ich rede jetzt von mir. In meiner Kraft zu sein, vor allem verletzlich zu sein. Und als ich dann ganz viel geheilt habe, bumm, hat es dann gemacht, dann kamen bestimmte Ereignisse, er hat mich überall geblockt, ich hätte nie gedacht, dass wir irgendwann mal wieder reden. Kamen so viele Ereignisse zustande, dass ich mit ihm reden musste und wir jetzt wieder Kontakt haben. Und eine Sache ist, was ich jedes Mal sehe, ist, wenn wir Kontakt haben, fängt seine Seele an zu leuchten. Es ist unglaublich. Ich habe es heute wieder gesehen, ich so die letzten 3 Tage, ich sage zu ihm so, hä, was ist denn bei dir los? Deine Seele leuchtet voll. Das sind aber die letzten 3 Tage, wo er angefangen hat, sich mir wieder zu öffnen. Und er weiß es genauso, wie ich es auch weiß. Und manchmal muss man, es heißt immer Divine Timing, aber weißt du was, wenn ich ehrlich bin, ich bin selbst noch gar nicht bereit, weil ich habe noch ein paar Pläne, ich habe noch ein paar Orte, die ich besuchen muss. Ich weiß, dass ich noch nicht bereit bin dazu und ich weiß, wenn ich bereit bin, dann wird alles zu einer Einheit kommen. Ja, ganz liebe Grüße aus Mexiko und bis dann. Regel Nummer 1, du kannst niemanden verändern, aber das, was der Mensch in dir triggert, das heilst du bitte immer in dir selber, auch wenn du denkst, dass du schon alles geheilt hast. Du wirst echt
überrascht sein, was in dir schlummert, was du denkst, wo irgendwo auf einer Ebene ist, wo du gar nicht mit Verstand mehr greifen kannst. Bis dann.